am Tag. Da war ein anderer dran. Die erste Pauke des Tages kam vom folgenden Mann. Sage Kotzenberg heißt er. Keine Witze an dieser Stelle mit Namen jetzt bitte, alte Regel. Aber Sage Kotzenberg ist der erste Olympiasieger von Sochi 2014. Und gleichzeitig ist er der erste überhaupt in seiner Sportart, Slopestyle. Das gab es vorher nicht bei Olympia. Und dementsprechend haben wir heute relativ viele neue Begrifflichkeiten auch gelernt. Fangen wir mit dem Basiswissen an. Was ist und heißt überhaupt Slopestyle? Auf jeden Fall scheint es eine Sportart zu sein, bei der sich irgendwie alle lieb haben. Nitan. Ein Amerikaner jubelt als erster in Russland. Erlebe hoch der Premieren-Olympiasieger von Sochi, Sage Kotzenberg. Er scrollt ein bisschen kuscheln mit den Medaillenkollegen. Snowboard Slopestyle. Neu im olympischen Programm. Jung, hip, sexy, spektakulär. Slope heißt übersetzt Hang und Style ist klar, eingedeutscht stylisch. Macht zusammen möglichst stylisch rutschen, springen, fliegen, landen. Der Parcours in Sochi ist höchst anspruchsvoll, nicht ganz ungefährlich das Ganze. Beim Training und in der Quali gab es Stürze, gebrochene Rippen. Einer brach sich sogar das Schlüsselbein. It's scary. Schon weit startet in meinen Augen nur, wenn er weiß, dass er aufs Podium fährt und vielleicht hat er ein bisschen Angst gehabt. Sean White, der Superstar, als Astronaut im Internet abgebildet. Er wünscht sich Glück von den Fans, verzichtet aber überraschend auf seine Teilnahme. Angst etwa? Das Fehlen von White ist die Chance für die anderen. Die 12 Besten stehen im Finale. Irre Sprünge, 10 Meter hoch, 35 weit und dann noch sauber landen. Darum geht's. Jeder hat zwei Durchgänge, die bessere Wertung zählt. Und der erste Versuch von Kotzenberg war der historische Goldlauf. Sind Sie sich klar darüber, dass Sie ein Stück weit Geschichte geschrieben haben? Sie sind der erste Olympiasieger im Slopestyle. Mir wird es jetzt klar, wenn ich es gefragt werde. Es ist wirklich passiert. Der Traum wurde wahr. Triple Cork 1260 oder Backside Triple Cork 4040 heißen die Sprünge im Fachjargon. Sage Kotzenberg gewinnt Gold vor dem Norweger Stale Sandbeck und dem Kanadier Mark McMorris. In der Halfpipe am Dienstag wird er am Start sein, Sean White. Die Frage ist nur, wer hat Angst vom schwarzen Mann? 360, 4040, 1260, Back, Low, Kick, also was es da alles gibt. Stark, das ist so ein bisschen wie bei der Bestellung, finde ich, der alten Omi, die einfach nur eine Tasse Kaffee möchte und dann bekommt sie Latte, Low Fat, Orange Chai, extra toll, Macchiato angeboten. Früher gab es nur Kännchen. Also, Slopestyle ist für die Coolen. Welche Entscheidung es heute sonst noch gab, sehen wir jetzt kurz und knackig.